Servus und herzlich willkommen zum neuen Part hier bei Dragon Quest Builders mit dem Bobas. Servus. Ja, jetzt habe ich auf jeden Fall, wie ich es gesagt habe, das da hinten im Grunde fertig gemacht. Also ich habe jetzt die Küche gar gedeckt. Kannst du das mal bitte fliegen? Und habe hier ein paar Esstische hergestellt und habe damit ein Esszimmer geschaffen. Zum Glück habe ich jetzt nicht irgendeinen Erfolg erreicht, sodass ich euch jetzt nicht dabei hatte. Aber das habe ich jetzt auf jeden Fall mal fertig gemacht. Deswegen fliegen hier auch einige Herzen rum, die ich leider so einsammeln muss. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich die anders einsammeln kann, weil es gibt ja hier keine Glocke. Lilly ist jedenfalls schon ganz fleißig am Kochen, wie man sieht. Wie schaut es hier aus? Naja, da könnten sie auch ein bisschen produktiver sein mit dem Ganzen. Jedenfalls, die Küche ist jetzt soweit eigentlich eingerichtet. Ich habe hier noch ein paar Stützen reingezogen, rein der Optik halber, da hinten noch in die Ecke, hier noch einen hin, einfach so der Optik halber, so als wäre das Ganze ein bisschen abgestützt, habe das Dach dann noch ein bisschen zugemacht, genau. Also, habe das Ganze natürlich, wie gesagt, auch abgedeckt und ich finde, das Dach ist jetzt nicht mal so schlecht geworden. Es ist schön in den Fels integriert. Und gerade wenn man es dann von weiter weg anschaut, sich das Ganze, dann finde ich das doch eigentlich ganz gut gelungen. Also, doch. Ich finde, es schaut ganz schön aus. Gut, aber das wollen wir heute nicht machen. Wir wollen heute nicht weiterbauen. Wir wollen erst einmal vielleicht dem Geist hier noch auf den Arsch hauen. Na komm, 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 kaputt. Gut, gibt nämlich Erfahrungspunkte, wobei uns das ja gar nichts mehr bringt. Gut, wir sollten ja unten an die Docks gehen. Und da würde ich jetzt sagen, Myrod, bist du bereit? Springen wir da mal hin. Ja, wir können das da noch wegtun, das da noch wegtun. Bist du Lilly in Ruhe, bitte? Ich würde sagen, wir schlafen erst einmal, ja? Wir schlafen uns die Nacht weg und begeben uns dann mal zu den Docks. Und schauen einfach mal, was wir da... was uns da jetzt dann erwarten wird. So, zack, Essenszeit, jawohl, geht essen. Wir machen uns auf den Weg zu den Docks, die da vorne sind. Irgendwo da vorne. Wir könnten auch einfach hinspringen. Ach nee, da in die Richtung müssen wir. Ich mag nur gerne so ein bisschen den Überblick über die Insel haben, also dass ich wirklich weiß, wo ich wann und wie hingehen kann. Okay, also hier haben wir dann... ja, okay, alles klar. Den Rest, den springen wir jetzt über die Karte. Weil das ist doch ein Stück Weg. Jep. Jep, jep, jep. Wir springen daher. Schauen wir mal, was er sagt. Ahoi, Bulbos. Ich habe gute Neuigkeiten für dich. Ich habe mir hier sowohl einen Shanti als auch einen Grog gezwitschert. Da sind mir ein paar neue Inseln in der Nähe aufgefallen. Neue Inseln? Er muss von den Gestaden der Entdecker sprechen. Alles klar, Fischlebe, du bringst uns sofort zu einer dieser Inseln. Aro, ich würde euch ja gerne übersetzen, aber ein ordentlicher Seemann arbeitet nicht umsonst. Ich bin Geschäftsmann, vergiss das nicht. Aber ich weiß, ihr habt keine müden Piaster im Beutel, genau wie ich. Hört mal, wie wäre es, wenn ihr mich mit ein paar von den glitzernden kleinen Herzchen bezahlt, die euch da aus den Taschen lugen. Wenn ihr bereit seid, euch von einigen von eurer sauer verdienten Herzchen zu trennen, sollte das die Kosten der Reise decken. Und weil mich eure Besan Schott anlacht, bringe ich euch, wenn ihr einmal gezahlt habt, euch kostenlos zur selben Insel zurück, so oft ihr wollt. Ich habe ein kleines Logbuch über all die Dinge verfasst, die ich auf jeder Insel erspähen konnte. Wenn ihr also was Bestimmtes ansteuern wollt, schaut mal rein, bevor wir Segel setzen. Nach Herzenslust der Kunden, wenn du mehr Materialien brauchst oder ein paar neue Gegenstände willst, dann sind die Gestade der Entdecker genau das Richtige. Du kannst sogar Dankbarkeitspunkte ausgeben, um neue Inseln freizuschalten. Okay, dann lass mal gucken. Ahoi, Bobas, lichten wir den Anker? Wohin soll es denn gehen? Okay, wir haben jetzt hier... okay, also da geht es zurück nach Grünfeld. Hier haben wir die Blühbucht, die können wir freischalten für 300 Punkte, haben wir. Und da haben wir die sumpfige Schere für 50. Also freischalten können wir beide. So,
sumpfige Schere. Gehen wir doch erst einmal zu der kleinen. Die Überfahrt nach Sumpflinge Schere kostet dich 50 Dankbarkeitspunkte. Geht das klar? Ja, würde ich sagen. Alles klar, du kannst jetzt zu folgendem Ziel reisen. Sumpfige Schere. Lernen los, nächster Hafen, Sumpfige Schere. Es geht los, wann immer du willst. Ja, leg ab. Wenn du zwischen Inseln hin und her reist, wird deine Speicherdatei überschrieben und dann bla 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 bla. Okay. Ja, ich will. Alle an Bord, damit wir losschippern können. Zeit, Segel zu setzen. Sumpfige Schere. Okay. Dann fahren wir da halt mal hin. Komm, mach hinne. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. So, Ladebildschirm und auf Seefahrt. Ganz, ganz spektakulär. Wahnsinn. Also da könnten sie sich definitiv was Besseres einfallen lassen. Also ich glaube, sie machen jetzt keine Patches mehr. Ich denke nur, wenn es wirklich extreme Fehler irgendwo geben sollte. Ansonsten kommt da nichts mehr. Und naja, aber vielleicht bauen sie ja zumindest irgendwann, wenn sie schon mal wieder einen Patch machen, dann hier auch noch ladebildschirmmäßig was rein. Gestade der Entdecker, sumpfige Schere. Ahoi den Gestaden der Entdecker. Auf der Insel hier gibt es jede Menge schicke Materialien. Untersuch alles, was du finden kannst. Dann wird es auf der Inselliste abgehakt. Ich habe dir von der kleinen Listen erzählt, die ich zusammengeschustert habe. Die gehören jetzt dir. Wenn du die Gegenstände beim Untersuchen abhakst, weißt du es, sobald du alles gesehen hast. Und keine Sorge, ich kann alles, was du findest, zurück zum Eiland des Erwachens schippern. Der Seeweg hierher ist still wie ein satter Säugling. Also keine Sorge, dass dabei was über die Planken geht. Na, oder wartest du noch? Kletter mal auf den kleinen Vorsprung und benutze den flautigen Mantel, um auf die Hauptinsel zu gleiten. Du kannst hierher zurückspringen, wann immer du magst. Möge das Abenteuer beginnen. Okay, Schatzsuche. Alle gestarteten Entdecker bieten einzigartige Sehenswürdigkeiten und Gegenstände. Wenn du die Liste einer Insel vollständig abarbeitest, enthältst du einen besonderen Bonus. Einen unerschöpflichen Vorrat eines nützlichen Materials. Cool. Okay, das würde heißen, also da, wie, wenn ich das jetzt rechts mir anschaue, dann wäre das Holz und trockenes Gras. Das würden wir quasi unendlich bekommen, ohne dass wir sammeln müssen. Und das wäre schon genial, alleine schon das Holz. Alleine das Holz wäre schon der Hammer. So, was war da? Da war jetzt gerade irgendwas mit Abhaken. Abhaken, okay, wir haken ab. Moosige Erde. Yeah, okay. Ja, die Kisten kann ich leider nicht mitnehmen, ne? Das ist blöd, weil solche Kisten, die würde ich nämlich zu gerne mitnehmen, gerade als Deko-Gegenstände. Ich hoffe ja, dass ich die irgendwann auch mal herstellen kann. Fass mitnehmen. Das bräuchte ich jetzt eigentlich nicht mehr, ich brauche es dazu noch. Baum abhaken. Jawohl, Pflaumenbeerbaum. Haben wir damit abgehakt. Die Gräser. Nein, Gräser also nicht. Gut. Dann würde ich. Ey! Spring! Und flieg! Oh meine Güte. Er ist jetzt halt nicht in den flautigen Mantel gehüpft, wie ich es eigentlich gerne wollte. So, mal gucken. Das Holz, die Muschel. Ja, wir können es auf jeden Fall mitnehmen. Vor allem die Muschel können wir mitnehmen. Rein essenstechnisch wäre das schon mal sinnvoll. Myra, du kannst gerne, wenn du willst, mit ab. Bauen. Abhaken. Verdorbene Erde mit Blättern. Okay, kann man das dann auch? Nee. So, haben wir hier vielleicht auch noch was. Muss halt jetzt halt wirklich alles abhaken. Was ist das? Humus. Humus abgehakt. Stein. Reden. Achso. Da kommt mir dann immer Malrod in die Quere, ne? Na klar. Abhaken, jawohl. Weizenhammer. Yeah. Das da auch? Nein. Aber wir können das da vielleicht mitnehmen. Da sind auf jeden Fall ein bisschen Erde und... Obwohl, Erde brauchen wir nicht mehr, aber... Weizen. Abhaken, jawohl. Großer Pflaumenbeerbaum. Schauen wir mal, wie lange wir brauchen. Nein. Wenn, dann bitte einmal in die Tiefe schlagen.
Weil wenn dann möchte ich ja die Samen haben, die da drin sind. Obwohl ich Samen, Weizensamen jetzt auch schon über 40 habe. Also von daher. Oh, hallo! Oh, das war sofort tot. Fatality! Sagt man da, ne? Ah, das ist okay. Ja, sammel ruhig mal, Rot, das ist gut. Wir nehmen hier nur noch ein paar Weizensamen mit. So, dann haben wir das. Gut. Müssen wir die Bäume abhaken? Müssen wir die Pflänzchen abhaken? Jawohl. Ich meine, es gibt schon einiges, was ich hier abhaken muss, auf jeden Fall. Dort der Baum, aber zum Glück leuchtet es dann nicht nochmal auf. Na ja, schauen wir uns halt mal um. Ich hoffe oder ich denke jetzt mal nicht, dass es allzu lange dauern wird. Den Ast vielleicht. Nee. Schnecke, du interessierst mich nicht. Interessierst mich gleich gar nicht hier. So, da noch irgendwas? Nee, das ist alles das gleiche. Okay, auf jeden Fall Efeu wäre da noch. Irgendwo an den Hängen müsste ja dann eigentlich auch Efeu sein. Ich glaube, diese Gestade der Entdecker, die werden sich immer neu aufbauen. Oh, da rennen Untote rum. Also immer wenn man hierher fährt, baut sich das neu auf. Also es bringt auch nichts, dass man dann irgendwas hier hinstellt. Also wenn ich jetzt sage, ich fange jetzt halt an, hier ein Haus zu bauen oder so, dann wäre das weg. Ah! Spawnpunkt für Insekten. Den brauchen wir nicht. Vielleicht da noch was? Jo! Verfaulte Vegetation! Lass mal Karte gucken. Da ist alles irgendwie Strand. Okay. Da vorne ist noch eine Insel. Fliegen wir mal dahin. Kommt man dahin? Ach so, da, oh, da sind wir hergekommen, Mensch. Mensch, Bobas, was ist denn los mit dir? Ehrlich wahr. Ist das nur so ein kleines Inselchen hier? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Was gibt der eigentlich? Aus Erfahrungspunkte gibt der noch irgendwas anderes? Animalische Anziehung. Bewege er leicht und vorsichtig an. Ah! Der Freund folgt dir dann. Da ist also quasi... Da haben wir was. Ein Huhn, das kräht wie ein Hahn. Okay, langsam anschleichen und dann streicheln. Tada, ein Huhn. Wir haben ein Huhn. Huhn schließt sich der Gruppe von Bobas an. Alles klar, cool. Und Huhn abgehakt. So, dahinter geht's. Und dann können wir da vielleicht ein Stück weit fliegen. Habe ich jetzt das Huhn geschlagen? Ich kann das Huhn schlagen? Warum kann ich das Huhn schlagen? Das hätte ich jetzt nie gedacht, dass ich das Huhn schlagen kann. Okay, die kleben Clipper. Ast abhaken? Nein. Fass abhaken? Nein. Boah, was ist denn das für ein Eiland hier? Das ist ja total in die Länge gezogen. Dich könnte man mal killen. Das Sand irgendwie zum Abhaken. Das probieren wir mal. Nö. Schnecke, Muschel. Oh, da gibt es viele Muscheln. Die sollte ich alle mitnehmen. Essen ist immer gut, dann für die eigene Insel definitiv.
Also wir müssen auf jeden Fall die Insel fertig machen, so viel ist klar. Weil wir können jetzt hier nicht weg und wieder her. Also schauen wir halt einfach mal, wie lang der Part geht. Solange wie er geht, so lang geht er. So. Baum. Da vorne haben wir nochmal Weizen. Den brauchen wir aber nicht. Au! Da ist was Blaues. Abhaken. Super. Hortensie. Kann ich den... Ich kann ihn nicht mitnehmen. Den da abhaken? Nein. Also den Efeu nicht abhaken. Lässt du das Huhn in Ruhe? Das reicht schon, wenn ich erwisch. Frechheit. Genau, fliegen wir mal davor. Weil wenn, dann brauchen wir verdorrte Efeu-Ranken. Ich glaube, es ist nicht einmal so leicht, dann alles zu finden, oder? Mal gucken. Da vielleicht noch was? Nee, das ist verdorrte Vegetation, das haben wir schon. Dann schauen wir mal hier noch rein in den Wald. Baum, Strauch. Ah, abhaken. Abhaken. Grollwurz. Okay. Jawohl, super. Na, das ist schon ein bisschen fies aufgeteilt. Oh, das Beste der Erbauerkunst. Das Beste der Erbauerkunst umfasst die 100 Siegerbeiträge eines Erbauerwettbewerbs, die allesamt von Erbauern wie dir stammen. Lass dich von ihnen für deine eigene Kreation inspirieren. Das ist jetzt das Beste der Erbauerkunst. Oh, Bobus wird gelähmt. Hallo? Hallihallo, ich bin Lydia und komme als Dorfbewohnerin über die Runden. Zumindest, wenn ich nicht gerade die Welt auf der Suche nach Inspiration bereise. Ich habe eine Idee. Wie wäre es, wenn du mich auf deine Insel mitnimmst? Ey, cool, ja. Logisch. Danke, das sind tolle Neuigkeiten. Ich kann es kaum erwarten, deine Insel zu besuchen, Bobas. Lydia lebt ab jetzt auf Eiland des Erwachens. Ja, klasse. Wir können hier also Dorfbewohner finden. Das ist cool. Na komm. Mach hin, ey. Die Musik dauert ewig. Ja, du siehst doch ganz nett aus. Gut, also du kommst mit. Das ist jetzt das Beste der Erbauerkunst. Eine Ruine. Ist aber irgendwie cool gemacht. Muss ich sagen. Verfallenes Gebäude. Das ist irgendwie cool gemacht. Diese Ruine. Also wenn man das hier alles noch bauen kann, das ist natürlich schon auch nicht schlecht, ne? Aber ich glaube, da, wenn ich jetzt irgendwas kaputt mache, dann ist es auch kaputt. Also ich kann hier keine Materialien sammeln, glaube ich. Ja, klar, das ist dann weg. Das ist dann weg. So. Oh, ich habe noch gar nicht vorgestellt. Lydia, Malrod. Malrod, das ist Lydia. Aber was ist das für ein dunkler Brocken da? Unten in der Liste. Ich dachte, das wäre einfach diese schlammige Erde hier, aber ist es anscheinend nicht. Ich weiß, dass ich ein bisschen ziellos oder planlos rumlaufe, aber gibt es hier irgendwas? Ah, guck mal. Wenn, dann möchte ich gerne das Zeug hier loshaben. Wenn ich schon was setze, ne, dann setze ich das. Jawohl. Getrockneter Efeu haben wir jetzt. Yeah. Mein Gut, hier ist noch einiges Schilf und ja, auch von den vertrockneten Bäumen dann große. Da habe ich jetzt bloß allerdings keine gesehen. Das sind eigentlich alles kleine, ne? Oder? Steht ein großer auch noch. Warte mal. Jo, cool. Ein großer verdorrter Baum. Ja. Da waren die Bonse. Jetzt gucken wir mal da hoch, hätte ich gesagt.
Chuck. Vielleicht finden wir hier oben auch noch was. Außer dieses kleine Ding hier. Die Steine sind nicht, ne? Nein. Und Felsen sehe ich jetzt auch, ist jetzt nichts weiter. Okay, wir sollten dann einfach mal da vorne vielleicht. Das schaut mir aus wie Rinde, also weil ich hier da dieses Rindestück habe. Oh Mann. Einmal gestampft, ne? War jetzt hier irgendwas? Das hier ist eigentlich nur sumpfiges Gebiet. Na gut, schauen wir mal weiter. Oh yes, das sind auch diese blauen Blumen, die wir brauchen. Dann sind wir ja richtig gegangen. Blockige Wurzel. Hau ab. Rinde. Gut, kommt dann. Aber anscheinend ist sie jetzt keine Kämpferin. Farnspitzen. Und Leuchtglöckchen. Der Baum nicht. Oder nicht die Hortensien haben wir. Die Blaubeere? Nein, aber die können wir auf jeden Fall mitnehmen. Das ist cool. Das ist was zum Essen. Das ist immer gut. Und vor allem, es wird ein neues Gericht sein, vermute ich auch mal. Aber wir haben doch dann noch den Ast drin. Oder? Ach, aber das ist irgendwie ein Verdotterast oder sowas. Das ist cool, Malrod, wenn du das alles sammelst. Oh, Schützenlichte. Hallo, tschüss. Da, ist da vielleicht? Nee, auch nicht. Oh, das ist tricky. Wir laufen halt jetzt einfach mal hier weiter. Ich will eigentlich eine Pflaumenbeere haben. Ich gehe mal in die Ego-Ansicht. Pflaumenbeere. Da vorne könnte auch was sein. Wir flattern da mal hin. Ach nee, das war der Space, wo wir im Grunde vorhin schon drauf rumgelaufen sind. Ne? Aber andererseits, wir haben diese wüste Gegend auch noch nicht wirklich erkundet. Und da unten ist ja Zuckerrohr und diese Stacheldinge. Und die brauchen wir auch noch. Also runter mit euch. Wir brauchen Schilf. Ich dachte, das ist Zuckerrohr. Kann ich das abbauen? Ach, und es gibt Gras. Na ja, gut. Abhaken. Ah, sumpfige Erde war das. Jetzt, okay. Und das moosige Steine. Hey, da haben wir ja schon gleich hier alles. Jetzt noch die zwei, den großen und den kleinen wahrscheinlich. Große Dornenranke, juhu. Sag mal, kannst du auch ein paar mitnehmen. Malrod, mach mal. Aber bitte nur die großen. Wenn du eine kleine siehst, dann lass die bitte. Hier zum Beispiel. Gut. Perfekto, dann haben wir jetzt gleich eigentlich die unterste Ding voll. Hier müsste doch dann noch irgendwo diese Äste sein, oder? Diese verrotteten. Vielleicht haben wir die hier in dem Part. Von der Karte. Nee, da vorne, die sind grün. Da ist wieder ganz viel Dornenranken. Aber so viel brauchen wir da gar nicht. Nicht leicht. Ich schaue mal ganz kurz auf die Karte. So, da hätten wir noch Dornenranken und Schilf. Steine, da hinten haben wir nichts. Also, gehen wir mal da weiter. Ignoriert die bitte. Nicht kämpfen. Und irgendwo müssen aber auch noch Kürbisse sein. Also, das müsste ein Kürbis sein, den ich jetzt da sehe.
Da sehe ich jetzt allerdings nichts, was irgendwie drin wird. Da ist ein Huhn. Das wäre cool, wenn wir das noch irgendwie bekommen könnten. Du lässt das Huhn bitte in Ruhe, du dumme Schnecke. Ja, sag mal. Ach so, ich bin hungrig. Oh, ja, sag das doch. Ja, das ist klar. Ich war jetzt zu flott, ne? So, jetzt hoffe ich mal. Ja. Komm her, komm her. Na komm. Yes! Damit hätten wir noch eins. Das ist cool. So, Schilf haben wir, das haben wir, musigen Stein haben wir. Muss es jetzt hier regnen eigentlich? Das ist hier übel. Ist da vielleicht noch irgendwas? Die Pflanze haben wir schon. Oi, oi. Okay, wir schauen mal da hoch. Ich mach mal die Dinge hier. Lass mich hier wieder drüber kommen. So, da sind die blauen. Da sind die Dinger. Da vorne laufen Bäume rum. Ich würde sagen, wir fliegen jetzt mal davor. Ah, da ja sind. Ja, da sind Eicheln. Und wir brauchen auf jeden Fall Rinde, weil ich brauche Rinde nämlich für Dach. Jetzt sag mal, erwischt du die da unten nicht? Die oben nicht? Abhaken, jawohl. Dann haben wir die Eichel auch. Das ist cool. Das ist auch gut, wenn wir die mitnehmen könnten. Weil wir dann nämlich... Na komm, schlag's weg. Weil wir dann nämlich einen Baum pflanzen können da, wo wir wollen. Und zack. Schwebt der schon? Oh, der schwebt schon. Naja, gut. Ist halt so, das wird eh alles neu generiert. Gebönslein. Ich will mir nicht deinen Arsch entgegen, weil das ist, kann verheerend für dich sein. Oh, da vorne haben wir. Da vorne haben wir. Was haben wir da? Auberginen. Das ist cool. Dann habe ich aber da auch noch diese Blütendinger, ne? Oh, wow. Ah, warte mal. Ich glaube, jetzt tue ich mal schnell das da, das da, das da. Das tue ich alles mal in meinen Säckel rein. Das muss ich ja nicht draußen haben. Den Sand auch bitte weg. Die Bonze gibt uns Samen. Aber irgendwo müssen wir doch noch diese Blätter, weil da, ich habe da oben die Blätter angezeigt. Du hast mich gesehen, ne? Können wir mal stehen bleiben? Oh. Stehen bleiben, bitte. Und dann jagen die auch noch, weißt du? Hau dich windelweich, du, das sag ich dir. Ich will dieses Huhn mitnehmen. Was nutzen zwei Hühner? Wir wollen mindestens drei. Gut, wir haben's. Genial. Es wäre mal interessant, wie viele man eigentlich da sich schnappen kann. Aber es fehlt noch so viel Zeug, Mensch. Vor allem die Blätter fehlen ja auch noch. Warte mal, was passiert, wenn ich den da weghaue? Der gibt Zuckerrohr. Nein, jetzt lauf halt nicht ständig in meinen...
Ding rein hier. Teile. Blöder Baum. So. Ey, warum greifen die genau die Hühner an? Sag mal. Es ist nicht so leicht, wie man denkt. Es ist schon ein bisschen tricky. Und jetzt kommt dann auch noch der nächste. Okay, ich hab dich. Hervorragend. Damit haben wir schon 4. Na, das gibt Eier. Also. Robes hat auf einmal einen Bärenhunger. Ja, da ist ja dann ganz gut, wenn ich so viel Essen noch dabei habe. So, lass uns mal weiter gucken. Wir brauchen unbedingt diese Blätter noch. Und die Blätter, die sind da oben auf dem Baum. Da muss ich wahrscheinlich mich irgendwie da hochbauen. Das wäre, glaube ich, am gescheitsten. Bleibst du stehen? Es gibt nichts Schlimmeres wie Feinde, die weglaufen. So. Okay, ich baue mich jetzt einfach mal da nach oben. Aber ein bisschen mehr sollte ich schon dran gehen. Ich habe ja genug von dem Zeug. So. Abhacken! Gut, perfekto. Kann ich die denn auch abbauen? Jo. Komm, mach mal so einen ganzen Schwung. Es schaut nicht immer schön aus, wenn man da so ein Löcher reinhaut, aber in dem Fall ist es ja nicht wirklich interessant, wie das dann ausschaut, weil es ja eh neu generiert wird. Also baue ich jetzt das hier einfach mal ab. Was ich mitnehmen kann, kann ich mitnehmen, das ist gut. Na komm, hau zu. Ich weiß nicht, was er da manchmal hat. Da will er nicht zuhauen. Keine Ahnung warum. Gut. Also weiter geht's. Zu viel möchte ich ja auch nicht abbauen. So. Wo müssen wir noch hin? Jetzt gucke ich mal ganz kurz orientierungstechnisch auf die Karte. Also wir haben noch ganz viel, was wir nicht entdeckt haben. Da scheint anscheinend Schluss zu sein. Eieiei, okay, wir können auf jeden Fall noch weiter in die Richtung. Es fehlt noch so einiges, Mensch. Aber wir haben doch... Warte mal, nochmal zurück. Nochmal zurück. Weil ich dachte eigentlich, dass ich die Wurzeln von den Bäumen bereits abgehackt habe. Aber jetzt ist da immer noch mal eine. Das ist die hier, die blockige Brettwurzel. Ein Baumstumpf auch noch. Oh, Scheiße. Der Baumstumpf wird lustig, weil den muss ich erstmal herstellen. Oder es steht hier zufällig einer rum. Yes, cool. Sondern sind es immer noch diese verdorrten Äste und wir brauchen noch immer die Kürbisse. Also ich vermute zumindest mal, dass es Kürbisse sind. Lass uns mal hier ein bisschen schneller durchraschen. Du kannst gerne noch ein paar Blaubeeren aufsammeln. Also, wir müssten eigentlich genau auf die andere Seite. Gut, schauen wir mal davor. Da haben wir noch nichts aufgedeckt. Die interessiert mich eigentlich alle überhaupt nicht. Was ist das für ein Ast, ne? Hier, das ist er nicht, ne? Nee. Wir brauchen irgendwie einen verdorrten Ast oder sowas. Hier stehen halt immer nur die ganz normalen rum, die auch noch grün sind. Das sind auf jeden Fall jetzt halt in dem Teil, wo wir noch nicht waren. Da ist nichts zum Abhaken. Ich will auf jeden Fall diese Endlos-Dinger, also Holz und das Gras.
dann wird sich auf jeden Fall schon mal, würde sich auf jeden Fall damit schon mal eins ergeben, und zwar das Farmen nach dem Zeug. Was haben wir hier? Da haben wir noch Auberginen. Sorry, das wollte ich eigentlich gar nicht. Scheiße. Na gut, Holz. So, das haben wir schon. Von wegen hier. Ah, die machen immer das Ding. Die sind sehr cool. Ja, ich weiß, ich habe jetzt wieder schon mal. Auberginen nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Da haben wir noch nicht genug. So, da sind noch mal welche. Da könnten wir ja auch mal so machen. Na komm. Glasstäbe könnten wir uns herstellen, wenn wir es brauchen. Das ist jetzt nicht so wichtig. So, lass uns mal da weiter düsen. Irgendwo müssen ja noch die Kürbisse sein. Na super, da ist jetzt alles mehr. Ach, verdammt. Die Taste gekommen. Oh, was haben wir denn da? Was haben wir denn da für eine Rübezahl? Ein besonders starkes Monster erscheint. Oh ja. Oh ja. Alrod, lass dich bitte nicht killen. Oh! Was muss ich auch die Schnecke jetzt da einmischen? Warte mal, ich muss eh was essen. Ob wir den schaffen? Es wird wahrscheinlich etwas heavy werden. Mensch, Hühner, bringt euch bitte in Sicherheit. Ich kann jetzt nicht auf euch achten. Ui! So, hoch und dann gehen wir mal auf die. Ui! Da finden wir uns auf jeden Fall gut! Musst du dich jetzt auch noch einmischen? Sag mal, das ist ja... das ist jetzt halt fies, ja? Komm, weg mit euch. Weg mit euch, weg mit euch, weg mit euch. Komm, super Kill. Super Kill. Kannst du mal bitte die Hühner in Ruhe lassen? Die haben dir nichts getan. Oh nein. Ey. Komm dann auch noch die Schnecke daher, sag mal. Da kommt doch alles dazu, oder? Also okay, der ist recht heftig. Ich bin jetzt auch mal gespannt, ob ich es tatsächlich schaffe. Komm, mach ein paar Crit. Dann immer zu spät mit dem Wegrennen. Obwohl er das ja richtig schön rechtzeitig ankündigt mit dem Zustoßen. Komm, 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 gleich haben wir dich, gleich haben wir dich, gleich haben wir dich. Ja. Ess noch mal lieber was. Komm, viel fehlt nimmer. Yes. Was? Und ich krieg hier Kohlsamen. Lederschild, cool. Ein mit Tierhaut bespannter, simpler Schild. Abwehr plus 2. Das ist doch cool. Der Viecher, ehrlich wahr, ey. Da kämpfst du gegen so ein Riesending und dann kommt alles Mögliche noch zeitlich mit dazu, ne? So. Ja, danke. Gut. So, lasst uns weiter auf die Suche gehen. Jetzt haben wir nur noch 3 Hühner, dafür habe ich Hühnerschenkel jetzt bei mir drin. Okay.
Nee, ich brauche jetzt da weiter nichts. Wir laufen weiter. Auch mal einfach mal hier den Strand entlang. Ich hoffe, dass ich hier diesen Blumenkohl oder was das ist, also Kürbis, finde. Irgendwo muss er ja sein. Und wenn, dann wahrscheinlich auf einer der Stellen, die ich noch nicht erkundet habe. Hier sind ganz viele Gibbonzen. Da vorne hängt nochmal Auberginen. Auberginen. Hier gibt es Fisch, oder? Nee, hier gibt Heilblätter. Oh, nicht schlecht. Vielleicht haben wir hier Glück mit den Ästen. Ja, aber das da vorne, das ist auch so ein ganz normaler. Mann, wenn man da wüsste, was das ist, ne? Oder wenn man es irgendwie erkennen könnte von oben, wo das ist. Weil es sieht ja schon aus, als wäre es was Vertrocknetes, ne? So, Achtung, wir holen uns jetzt unser viertes Huhn wieder. Gut. Damit haben wir unser viertes Huhn wieder zurück. Also, dieses Gebiet hier ist recht groß, muss ich sagen. Komm mit. Nehme ich jetzt nicht, wo wir eigentlich hin wollen. Das sind aber, glaube ich, auch nicht die Baumstämme, oder? Das sind vielleicht die Baumstämme, aber die habe ich schon nachgeprüft. Nee, das sind sie nicht. Das Holz. Untoten. Eimer. Mai, mai, mai. Hier. Da vorne sind blaue Blüten. Hier waren wir schon. Hier waren wir schon. Kann ja wohl nicht sein. Sind wir hier bis in die letzte Ecke gegangen. Mal auf die Karte gucken. So, also da sind wir jetzt quasi schon fast auf dem Weg zurück. Da oben waren wir noch nicht. Und da vorne waren wir noch nicht. Also wenn, dann müssten wir jetzt halt hier mal in die Richtung gehen. Dass wir da noch ein bisschen was aufdecken. Fass, Muschel, Schnecke, Tang. Könnte es nicht Tang sein, den ich suchen muss? Weil die Bäume sind ja nicht. Das Schilf haben wir schon. Die Dinger haben wir schon. Okay, also hier waren wir ja. So. Jetzt. Warte mal, sind es vielleicht die großen Bäume hier? Nee. Die sind es nicht. Das ist halt ganz schön tricky, wenn man nicht weiß, nach was man Ausschau halten soll. So. Wir gucken Richtung Norden. Und wir sollten auch in Richtung Norden jetzt einfach mal weitergehen. Wir arbeiten uns jetzt einfach mal über den Hügel drüber weg. Ach, verdammt. So, komm. Dann geht's nochmal durch den Wald, ist klar. Aber wir gehen auch nur durch den Wald. So, hier war noch was unaufgedeckt.
kann ja wirklich auf dem letzten Flecken sein, ne? Das ist... das mag nicht im Wasser sein. Wasser ist doof, Wasser bremst. Das Blubberblasen? Okay. Also einmal hier vor. Ja, dann müssen wir ja im Grunde in die Richtung hier. So, aber das haben wir ja alles schon. So. Also ich gehe jetzt nochmal hier ganz an die Seite und dann geht es nach unten. Ob ich jetzt wirklich so viel schneller bin, wenn ich fliege, weiß ich nicht. Aber es fühlt sich jedenfalls so an. Und ich wünschte mir, ups, hallo Huhn. Und das fünfte, jawohl, cool. Also, jetzt sind wir eigentlich schon wieder in der letzten Ecke hier. So, dann gehen wir eben mal hier nach unten. Na, das reicht. Wir brauchen jetzt nicht jedes Huhn mitnehmen. So, hier ist auf jeden Fall kein Kürbis. Dann ein Huhn, das wollen wir nicht. Das können wir jetzt höchstens jagen. Das wäre jetzt halt noch eine Möglichkeit. Dass wir ein bisschen mehr Ding bekommen. Hühnerfrikassee. So. Es fehlen halt vor allem noch die zwei Sachen, ne? Es fehlen noch die Kürbissamen und es fehlen diese komischen Äste, was auch immer das für Äste sind. Eieiei. Leute, das ist zwar gar nicht einmal so leicht, gell? Nichts. Die Stämme haben wir. Das schaut echt aus wie so Wurzeln. Hier vielleicht was dabei? Nein? Oh Mann. Dann gehen wir halt mal noch da vor. Vielleicht haben wir ja da Glück. Da ist nix. Sorry, dass ich das jetzt so ein bisschen in die Länge ziehe, das Ganze. Aber wir müssen das Zeug finden. Und vor allem, ich würde natürlich tausendmal lieber diesen komischen Ast finden wollen, wie den Kürbis. Der Kürbis ist mir eigentlich Latte. Nicht, das ist es nicht. Hier haben wir auch noch einiges nicht erforscht. Oh. Da sind wir jetzt eigentlich auch schon komplett durch. Also das ist jetzt halt noch der Bereich, den wir jetzt noch erforschen müssen. Ansonsten wäre es wirklich vergebens gewesen.
Ich hab gedacht, jetzt habe ich schneller das Ganze. War ich kurz gestanden? Oder war das Reden? Das war Reden, ne? Weizen. Weizen, Weizen, Weizen. Alles voll mit Weizen. Das brauche ich aber nicht. Die Dinger sind es nicht. Obwohl die genauso ausschauen. Oh meine Güte. Was ist es denn dann? Ah, wir haben Kürbisse. Vielleicht haben wir jetzt dann auch da das Glück, dass wir das Letzte, was wir brauchen, finden werden. So, jetzt haben wir auf jeden Fall unendlichen Vorrat an trockenem Gras. Gut, steht jetzt an den Werkbänken des Erbauers zur Verfügung. Dann nehmen wir natürlich was mit, ist ganz klar. Ui, was ist das da? Das scheint ein großer, gefährlicher Gegner zu sein. Ich habe hier auf jeden Fall nichts weiter zum Abhaken. Ich würde sagen, du mal in die Kiste. Dich esse ich mal. Dann gehe ich da drauf und wir greifen an. Ein besonders starkes Monster erscheint. Ui. Na gut, auch dich werden wir niederkriegen, wenn sich dann wieder jemand hier mit einmischt. Hey, sag mal. Da kommen dann immer alle möglichen Gegner noch mit dazu, ne? Oh, der ist ja fies. Der springt zurück und greift dann mit einem Sprungattacke an. Und dann hast du noch diesen blöden Bäume da. Oh! Ist! Hey, was geht denn mit euch? Könnt ihr uns mal bitte hier in aller Ruhe kämpfen lassen? Sind so übel, weil die sich dann damit reinmischen. Boah, der hat aber eine ganz böse Attacke. Der hat eine böse Attacke. Der geht zurück, dann macht er einen Sprungangriff. Wenn der den da macht, dann sollte man auf jeden Fall weggehen. Ey, du Arschloch! Die da sind so übel, weil die sich dann eben so einmischen. Die machen noch zusätzlich diesen Minimalschaden, aber das reicht schon. Oh, weg. Weil der Angriff, der ist nicht böse. Könnt ihr Hühner mal wegbleiben, bitte? Dass wir uns da bitte um den da kümmern können. Und weg, weg, weg. Viel fehlt nicht mehr. Hühner können wir uns auch wiederholen. Oh, weg! Weg! Ja, wenn ich dann immer am Zuhauen bin, wenn ich das ein paar Mal gemacht habe, dann macht er das nicht so einfach, dass er dann aufhört.
Dann haut er trotzdem noch weiter. Komm, aber er ist gleich weg. Komm, das ist nicht mehr viel. Weg, 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 weg. Yes. Oh, was haben wir da? Säbelzahn-Katzenstatue. Eine Steinskulptur einer ungezähmten Säbelkatze. Das ist ja wohl cool, oder? Das ist ja wohl mal ein richtig geiles Teil hier. Ab in die Tasche mit dir. So, uns fehlt immer noch dieses komische Ast-Ding. Und ich vermute, dass es auf jeden Fall hier in dem Part noch ist. Nur was genau suchen wir? Was genau ist es, das wir suchen? Also diese Schnecken, das ist etwas von den nervigsten Gegnern, die ich kenne. Die Baumstümpfe sind es nicht. Da ist jetzt auch nichts. Da vorne geht es wieder in das verdorrte Land. Ey, ich will unendlich Holz bitte haben, ja? Das ist doch echt übel. Was ist das? Jetzt muss ich echt mal nachgucken. Und ich glaube, ich kriege gleich einen Anfall. Jetzt habe ich mal näher rangeguckt. Und es sieht aus, als wäre es von diesen großen Bäumen da vorne einer der Äste. Da, sowas. Dieser eine Ast wird wahrscheinlich unsere Erlösung sein von dem Leid, das wir jetzt ja gerade hier ertragen. Und abhaken! Jo, ein unendlicher Vorrat an Holz steht jetzt an den Werkbänken des Erbauers zur Verfügung. Leute, ehrlich, schaut in meine Augen. Ich bin genervt und fertig und es geht ab zu den Docks. Wir haben es geschafft endlich. Jo, wir springen hier hin und wir werden auch den Kahn nach Hause zurücknehmen. Und genau an der Stelle werden wir uns dann auch wieder treffen. Zu Hause am Boot und dann machen wir uns nämlich auf den Weg zurück zur, ja... zurück halt, wir machen uns jetzt zurück auf die Heimatinsel und dann werden wir weiter schippern auf die andere Insel. Oder wir schippern jetzt noch schnell zurück. Ich weiß nämlich nicht, was mit den Hühnern passiert. Deswegen machen wir das jetzt halt erst einmal. So, zurückschippern, ja, will ich, ist mir egal, ja, mach mal. Einen los, wir schippern nach Hause, ja, ja komm. Er redet sehr viel, besser gesagt, das ganze Spiel ist sehr viel Dialoge. Das ist wirklich der Hammer. Ich vermute jetzt auch gerade, dass ich diesen Part auf zwei Teile gesplittet habe, weil ich dann doch schon bei einer Stunde bin. Und ja, wir haben jedenfalls 5 Hühner, so wie es ausschaut. Wir haben eine neue Mitbewohnerin und das ist genial. Wir sind zurück. Ich muss schon sagen, das ist ein außerordentlich wohlerzogenes Huhn. Los, zeigen wir es Pier. Machen wir. Wenn ihr euch hier um Landrattenangelegenheit kümmert, werde ich Segel setzen und die Augenbrauen nach weiteren Inseln offen halten. Ich habe von einer weiteren Rieseninsel Leuten hören, die da draußen im offenen Meer lauern soll. So groß wie Grünfeld, vielleicht eine Seemeile länger oder kürzer. Die Insel ist so sicher bewohnt, wie Piraten intakte Körperteile hassen.
Vielleicht findet ihr ja da ein paar neue Freunde und Materialien. Noch eine Insel wie Grünfeld, was? Hört sich wie der Anfang eines brandneuen Abenteuers an. Ich kann es kaum erwarten, sie zu erkunden. Cool. Sagt mir einfach Brotzeit, wenn ihr bereit seid, ins See zu stechen. Ich liege hier immer vor Anker, außer wenn ich es nicht tue. Alles klar. Was ist das für ein Knurren? Sieh mal, wer da kommt. Per will wohl wissen, ob wir ihm das Federvieh gefangen haben. Zeigen wir ihm das Huhn und reiben es ihm unter die Nase. Machen wir. So, wohin geht ihr? Ach, die machen sich jetzt wahrscheinlich auf den Weg, wenn ich jetzt mal kurz Karte gucke. Ah, okay. Was ist das für ein Essenszeichen? Ach, das Restaurant, das wird angezeigt. Das ist ja krass. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ah, okay, also die machen sich jetzt ja quasi hier auf den Weg. Die laufen einfach hier so tschack rüber. Okay, wir springen jetzt dahin und sprechen mit Per dann das nächste Mal. Vielleicht machen wir auch das nächste Mal erstmal den Fluss, bevor wir uns da aufmachen auf irgendein neues Eiland. Genau, also von daher würde ich jetzt mal sagen, das war's für heute. Lang genug der Aufregung und ich hoffe, euch haben die Parts gefallen. Und ich hoffe, ihr schaltet auch morgen wieder ein zu einer neuen Folge von Dragon Quest Builders 2. In dem Sinn, macht's gut, habt noch eine tolle Woche, schönes Wochenende. Ciao, ciao.